Hallo ihr Lieben. So, da bin ich nochmal und Ostern steht ja ganz kurz bevor. Und ich dachte für die, die vielleicht so last minute noch was backen wollen zu Ostern, zaubern wir mal aus dieser Backmischung hier von Dr. Oetker ein hübsches Ostertörtchen. Also ich hoffe, es wird hübsch. So, wir haben hier einmal diese Backmischung von Dr. Oetker, wie gesagt, für diesen Naked Cake Joghurt. Statt den aber mit diesen normalen Beeren zu machen, mache ich den heute ein bisschen anders. Und ja, also neben den Sachen, die wir eh brauchen für die Backmischung, habe ich mir noch Maracuja-Nektar besorgt. Diesen hier, den habe ich auch aus dem Hit. Dann Pfirsiche. Die sind aus der Dose, die habe ich schon klein geschnitten. Und ein Päckchen Dessertsoße. Und ja, ich mache jetzt als allererstes mal hier die Böden und dann sehen wir uns wieder. So, der Teig ist fertig aufgeschlagen und ich backe das jetzt nicht in dieser beigelegten Form, weil ich weiß nicht, halt nichts davon. Ich mache das im Backring und ich habe hier so einen verstellbaren Tortenring. Der dabei ist, ist 18 cm. Ich mache meinen aber auf ein bisschen über 16. Und kleiner Tipp, ich lege das hier unten mit Backpapier aus und reiße dann gleich das überschüssige Backpapier ab. Und dann schlage ich den Tortenring in Alufolie ein, damit auch unten nichts rausläuft. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt fülle ich hier den Teig rein und backe den. Okay. Mir ist jetzt was aufgefallen, euch eventuell auch. Ich habe vergessen, den Rand mit Backpapier einzukleiden. Jetzt ist der Teig aber schon drinne. Ich backe es jetzt so, ist jetzt ein bisschen blöd, weil sich der dann halt nachher nicht so gut vom Rand lösen lässt. Ja, aber normalerweise solltet ihr den Rand halt auch mit Backpapier auskleiden oder zumindest mit irgendwas einstreichen. Ja, kommt vor, ne? Ich bereite hier schon mal so ein, ja, wie kann ich sagen, so eine Art Gelee vor. Dazu habe ich jetzt 250 Milliliter Maracuja-Nektar genommen. Und dann kommt dieses Dr. Oetker Soßenpulver hier rein. Das ist das, was man nicht kocht. Also da müsst ihr darauf achten, dass das halt das ist, was man nicht kocht. So sieht das jetzt aus und das stellen wir jetzt einfach beiseite. Das brauchen wir erstmal nicht. Damit will ich nachher die Tortenböden einstreichen. Also warten wir jetzt einfach, bis die Torte, also die Böden gebacken sind und ausgekühlt. So, ich habe die Creme inzwischen auch vorbereitet. Die Böden sind ausgekühlt und ich habe den ersten schon in den Tortenring gestapelt und habe mir hier auch schon was von der Creme vorbereitet. Ich fange jetzt an mit erstmal was von diesem Maracuja, Gelee, was auch immer und mache das hier drauf. Und dann nehme ich einen Pinsel, verstreiche das Ganze ein bisschen. So. Und dann kommt die Creme da drauf und dann welche von den Pfirsichstücken. So sieht das jetzt aus. Also ich habe wie gesagt Creme und Pfirsiche geschichtet. Jetzt kommt noch ein Boden. Dann streiche ich den nochmal ein. Und dann kommt wieder Creme und Pfirsich drauf. Und dann wieder ein Boden. So sieht das Ganze eingestrichen aus. Ich habe hier leider, ist mir ein Stückchen Torte abgebrochen. Aber so, das heißt, wir können uns jetzt langsam an die Deko machen. Ich habe hier jetzt machen. weiße Schokolade geschmolzen. Warum? So, jetzt. Das sind jetzt 100 Gramm. Mal gucken, ob das reicht. Ich habe mir hier ein Backpapier hingelegt und ich habe hier so eine Flasche. Da fülle ich die Schokolade jetzt rein und versuche, auf das Backpapier zwei Hasenöhrchen zu spritzen, wie auch immer man es nennt. Ich habe jetzt hier so diese drei Hasenöhrchen aufgespritzt. Ja, ich habe zur Sicherheit ein drittes gemacht. Und die müssen jetzt erstmal fest werden. Also ich glaube, sinnvoll wäre es eigentlich, das zu machen,
bevor man anfängt, die Torte zu backen. So sehen übrigens jetzt meine ausgehärteten Öhrchen aus. Ich hatte die jetzt einfach im Gefrierfach und die lassen sich auch super einfach hier ablösen. So, genau. Ich habe hier auf so ein Brett gepackt und dann halt das Backpapier da drum gemacht. Und jetzt schneide ich ein paar Blümchen zurecht und dann dekorieren wir die erste Variante. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe oben schon mal ein bisschen eingestrichen. Und so sieht es von der Seite aus. Und jetzt streiche ich die einfach mit der restlichen Creme ein. So, ich stecke jetzt jedes zweite Öhrchen noch rein. So. Und dann können wir einfach ein bisschen Blümchen hier drauf verteilen. In die Mitte. Ich stecke die jetzt nicht fest. Normalerweise würde ich die mit hier unten das Stück mit Frischhaltefolie umwickeln und die dann halt erst, also richtig in die Torte auch stecken. Aber weil ich euch ja gleich noch was anderes zeigen will, mache ich die mal nicht fest. Oh. Okay. So, und das wäre Variante Nummer 1. So, ich habe Deko Nummer 1 abgenommen und dann machen wir mal weiter. Ich habe mir jetzt hier den Super Drip genommen in Pink und mache jetzt hier mal einen Drip um die Torte. So, dann kommen wir zur Option Nummer 2. Sieht jetzt leider nicht mehr ganz so ordentlich aus hier mit dem Drip, weil ich es mit dem Löffel gemacht habe. Es wird nämlich langsam dunkel draußen. Und meine Torte, wie ihr sehen könnt, beult sich da schon ein bisschen aus, weil es hier einfach zu warm ist. So, ich habe einen rosa Drip drüber gegeben, bisschen Streusel, Blümchen und einen Cake-Topper. Schon die nächste Idee. Ich habe jetzt hier so einen Stempel von Sweet Stamp. Ich habe jetzt den hier genommen und da muss ich ein bisschen, also das hier ist Fondant. Hier ist so diese, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, aber es ist zum Fondant ausrollen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich roll den ein bisschen und dann kommt der Stempel da drauf. So. Na, hier, na, ich habe nicht fest genug gedrückt, hier sieht man es nicht. So, das heißt, wir machen das Ganze nochmal. So, ich habe es hinbekommen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt male ich das an. Ich habe hier die Farben von Sweet Stick, heißen die, glaube ich. Ja, doch. Ja, doch, genau so heißen die. Und genau, ich male das jetzt einfach ein bisschen schön aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir mal ein bisschen Licht dazu geholt. Ja, man kann erkennen, ich habe es nicht ganz perfekt angemalt, aber ich denke, das passt so. Last but not least haben wir diese Option hier. Ja, ich weiß, das eine Ei ist leider schon kaputt. So sieht das aus. Ich habe die restliche Creme einfach mit ein bisschen Grün eingefärbt und hier ein bisschen aufgespritzt. Hier könntet ihr natürlich auch andere Farben nehmen. Nicht nur Grün, sondern vielleicht Grün und Rosa, Gelb, was auch immer. Also so ein bisschen gemischt. Und dann habe ich diesen Topper, den ich eben gemacht habe aus Fondant, da noch drauf gepackt. Dann sieht man auch nicht, wie hässlich ich die Schokolade verteilt habe. So, das waren meine drei Optionen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Hier ist nochmal die Backmischung, die wir dafür benutzt haben. Ich schreibe euch alles, was ich benutzt habe, in die Beschreibung. Und diese großen Eier hier, die habe ich übrigens aus dem DM. Und die kleinen hier sind von Milka. Das hier sind die von Milka, die kleinen. Die sind mit Schokolade gefüllt. Und dann habe ich diese hier. Die sind von DM. Das sind diese was größeren. Warte, ich zeige euch mal gerade der Größenunterschied. DM, Milka. Die sind mit Schokolade und Marzipan gefüllt. So, falls ihr wissen wollt, wie das Ganze von innen aussieht. So. Nicht wundern, meiner stand jetzt halt nicht kalt. Deswegen
konnte der sich, hat er sich nicht so gut schneiden lassen. Aber so ungefähr sollte das dann aussehen. Aber schön. So, und das war's für heute. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Ostern und viel Spaß beim Nachmachen.